So, die Clocks haben wir jetzt fertiggestellt. Jetzt geht es an die Hauptkonstruktion. Und dafür brauchen wir jetzt erstmal viele Redstone Torches. Wir fangen nämlich an. Wir haben ja 6 Ebenen. Das können wir jetzt so lang machen, wie wir wollen eigentlich. Ich nehme jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sollen wir 8 nehmen? Nehmen wir 10. Gut, dann brauchen wir hier erstmal unten 2. Es kommen dann immer 2 Reihen dazu. Hier drauf kommen jetzt überall Redstone-Fackeln. Da natürlich nicht mehr hin. So. Gut, und die ganzen, jetzt müssen wir noch entscheiden, wo der Eingang ist. Das, ich sag jetzt mal, hier ist das ganze Spielbare. Das heißt, hier kommt ein Redstone-Repeater hin. Hier kommt einer hin mit dem ein Tick mehr. Und so macht man eben diese Wellen sozusagen. Immer ein Tick mehr. Das war 3 und hier zweimal ein ganzer Vierer. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und wir machen noch ein paar Reihen länger, denn die dritte Reihe haben wir eh angefangen, von daher können wir die jetzt auch fertig bringen. Dauert jetzt natürlich immer etwas Zeit, bis das Ganze hier aufgebaut ist. Und man muss sehr oft klicken, wie ihr vielleicht jetzt schon gemerkt habt. Gut, jetzt müssen wir die natürlich noch untereinander verbinden hier. Perfekt, und hier kommt ein Signal raus. Da das Ganze jetzt natürlich aus sein soll, müssen wir hier noch einen Inverter sozusagen hinstellen, der das Ganze jetzt ausmacht hier, die ganzen Fackeln. Hier müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht auf einen Redstone Repeater kommt, sonst ist das Ganze natürlich logischerweise nicht mehr ganz richtig. Gut, dann hatten wir schon die erste Ebene. Jetzt kommt die zweite da drauf. Beziehungsweise wir wissen eigentlich noch gar nicht, ob die unterste aus oder an sein muss. Beziehungsweise wir könnten es uns logisch herleiten. Weil es muss ja die oberste muss auf jeden Fall bei allen aus sein. Gut, bei der zweiten Ebene kommen wieder 2 dazu, 2 rein, weil die mittleren beiden ja jetzt von der unteren Ebene gesteuert werden sozusagen. Perfekt, und wieder alles vollstellen mit Fackeln. Also ja, hier braucht man echt relativ viele Rohstoffe, wenn man das Ganze nicht im Creative Mod spielt, sondern in einer richtigen Welt, sage ich jetzt mal. Gut, hier müssen wir jetzt 1 nach unten, damit die Repeater wirken können. Ihr seht jetzt schon, hier kann man jetzt nichts mehr verändern gleich, da das Ganze relativ knapp ist. So, hier brauchen wir 2 brauchen wir überall. Hier brauchen wir jetzt noch 2 mehr. Kann man immer sehen, man muss immer einen Block weiter als die unterste Redstone-Ebene. Das heißt, hier reicht jetzt schon wieder noch einer und das war's auch schon. Gut, jetzt müssen wir wieder die Redstone-Repeater aufstellen. Am Ende rauskommt, dass man eben alle voll hat, alle 3, sieht man, dass man richtig geschaltet hat, die ganzen Sachen. Und ja, wir haben jetzt kurz
damit ihr das nachbauen könnt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eine 12 Blöcke lange Reihe. Gut, hier muss natürlich wieder ein Signal rauskommen. Das machen wir jetzt einfach mal hier lang. Hier können wir noch einen Repeater hinstellen, damit es auch weit genug kommt. Das ist auch noch sehr wichtig. Hier ist der Repeater durch diese ganze Not Gate ergänzt sozusagen. Das heißt, hier brauchen wir es nicht. Gut, jetzt muss das Ganze natürlich noch auf die andere Seite. Sagen, es ist einfach reines Durchgeklicke. So. Perfekt. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich auch noch nach unten bringen. Gut, und dann sind wir jetzt auch schon bei der letzten Ebene. Das Ganze könntet ihr natürlich auch noch mit erheblich mehr reinmachen, aber ich mache das jetzt hier wieder mit den Standard 6 rein. Man könnte es mit so vielen reinmachen, wie man will, aber ihr seht schon, da das Ganze erheblich groß wird dann. Und man es ja auch nicht unbedingt braucht, weil desto mehr rein, desto einfacher wird es ja eigentlich. Sehen. Perfekt. Und ihr seht jetzt schon, hier, die gehen alle aus, die Fackeln. Die hier geht nicht aus. Warum geht die nicht aus? Müssen wir gleich nochmal gucken. Eigentlich müssten jetzt alle ausgehen. Vielleicht haben wir da zwei Fackeln übersehen. Ja, und tatsächlich, hier fehlen zwei. Und ihr seht, die ganze Ebene ist aus. Und das soll ja auch so sein, weil es ja jetzt schon die letzte Ebene ist. Das heißt, hier müssen wir wieder ein Not Gate vorschalten, damit die hier auch noch rausgehen. Und da haben wir wieder einen übersehen. So. So. Gut soweit. Das heißt, wir müssen jetzt hier wieder unsere Reihen lang ziehen. Wieder eins länger als das davor. Das heißt, hierzu und hier wieder die ganzen Repeater aufstellen. Das Ganze wieder verbinden und hier runterführen. Also ihr seht jetzt auch schon, wenn man das nicht im fliegenden Modus macht, muss man relativ viele Gerüste bauen. Deshalb mache ich das jetzt ja auch im Creative Mod, beziehungsweise im Fliegemodus insgesamt.
den, ich glaube, den bauen wir sogar schon hier ein. Beziehungsweise hier muss er hin. Den Repeater, damit das wirklich bis zum Ende durchkommt. Und hier natürlich auch wieder das Not Gate vor, damit die ganzen Fackeln ausgehen. Und jetzt sehen wir schon, wir sind an der letzten Reihe angekommen. Aber natürlich sind wir noch relativ, also von der Schaltung her sind wir jetzt gleich fertig. Jetzt müssen wir nur noch die Clocks damit verbinden. Aber dann kommt natürlich noch der ganze Aufbau von wegen den anderen Schaltern, dem An- und Ausschalter, dem Resetter und so weiter. Das heißt, wir sind, also ja, von der komplizierten Schaltung sind wir eigentlich fertig. So, mal das Redstone lancieren. Perfekt. Und hier. Perfekt, jetzt hatten wir das auch schon mal abgehakt. Ach. So. Dann so, damit der Peter hier ran kann. Einmal kurz testen, ob die Reichweite klappt. Ja, das funktioniert aber relativ knapp noch. Und ihr seht jetzt schon, die Fackeln gehen nacheinander wieder an. Beziehungsweise später an und dann wieder aus. So, und jetzt wäre das auch schon mit dem Aufbau und der Schaltung von eben hier unserem Rainbow, sage ich mal. Und ja, ich würde sagen, dann mache ich nochmal einen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder.